Also für mich bedeutet digitale Transformation eigentlich, dass sie auch heute schon stattgefunden hat. Ich selber bin ein Kind der Generation X. Also ich bin relativ früh mit dem Thema digitale Welt in Berührung gekommen und sehe aber, dass sich in den letzten 2, 3 Jahren noch verstärkt das Thema digitale Transformation oder insgesamt die digitale Welt weiter in unser Alltagsleben integriert hat. Also ich glaube, für jeden ist heutzutage ein Leben ohne Internet nicht mehr denkbar. Ich finde es sehr interessant, weil meine Schwiegereltern zum Beispiel schon bei der Krankenkasse in Berührung damit kommen, dass sie bestimmte Themen digital einreichen müssen und die nur noch übers Internet verfügbar gemacht bekommen. Also die können bei Bundesprogrammen nur noch teilnehmen, wenn sie sich online registrieren, wenn sie eine E-Mail-Adresse haben. Das heißt, auch die alten Leute müssen hier einsteigen. Für mich selber ist es immer so der Punkt, wann benutzt man die neuen Medien, wann benutzt man die neuen Möglichkeiten. Als ich mir einen neuen Firmenwagen aussuchen durfte, war es für mich die Thematik, connecte ich das oder nicht. Ich habe mich dafür entschieden, die neuen Technologien in dem Punkt zu benutzen, aber das waren definitiv Themen, wo mir selber bewusst wurde, okay, digitale Transformation findet jetzt statt. Ich bin gespannt, was die Zukunft mit sich bringt. Wir werden noch viel mehr sehen. Ich habe gerade heute darüber hier auf der CeBIT erfahren, dass es schon WLAN-Module gibt, die theoretisch das Verhalten in einem Kaufhaus überprüfen können in verschiedenen Ebenen, also wo man sich jetzt aufhält. Das heißt hier, dieses Thema Big Data spielt auch sehr rein. Die Daten werden überprüft, die Daten werden getrackt. Ja, was wird damit letztendlich gemacht? Die Unternehmen verwenden sie und das wird definitiv, wird es dann auch in Zukunft sehr viele interessante Use Cases geben. Ja, da bin ich wirklich ein Beispiel der digitalen Transformation, weil ich in einem Unternehmen arbeite, das den Arbeitsplatz theoretisch 250 Kilometer entfernt hat. Das heißt, ich habe einen Homeoffice-basierten Arbeitsplatz und theoretisch ist es für mich bei der Arbeit egal, ob ich jetzt in Hamburg arbeite, in Berlin arbeite, zu Hause in der Nähe von Stuttgart arbeite oder irgendwo anders in der Welt. Also die Flexibilität ist ja da. Ich brauche eigentlich nur mein Handy, mein Laptop. Wir haben die entsprechenden Kommunikationsmedien, dass wir auch per Videochat miteinander kommunizieren können. Wir treffen uns im Team nur noch virtuell am ganzen Ort. Wir sind über ganz Deutschland verteilt. Bringt mir als zweifache Mama auch einen gewissen Aspekt der Flexibilität. Und ich selber muss sagen, das funktioniert sehr gut. Also die digitale Transformation ist in meiner Arbeitswelt auf jeden Fall angekommen. Ich bin mittendrin in diesem Punkt. Es ist ein sehr interessanter und wichtiger Punkt. Also eins der wichtigsten Themen, die mir dazu einfallen, ist das Thema Verschlüsselung. Das ist etwas, was hoch und runter geht in den Medien. Also dass die Daten nicht einfach so mitgeschnitten werden können, dass die Daten nicht einfach so mitgelesen werden können. Also auch bei den heute üblichen Kommunikationsmedien. Ich meine, jedermann hat WhatsApp installiert auf seinen Smartphones. Auch da ist endlich die Verschlüsselung angekommen. Letztendlich ist es aber ein Thema, was schon die letzten Jahre auch in der nicht-digitalen Welt angekommen ist. Was darf mit den Daten gemacht werden? Wo werden die Daten gespeichert? Wie werden sie abgelegt? In der komplett digitalen Welt bringt das natürlich gerade für die Unternehmen, die dann die Daten behandeln, sehr interessante Aspekte mit sich. Und einer der Punkte ist definitiv das GDPR, die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Das ist definitiv ein sehr interessantes Thema um das Thema Datenschutz. In den Punkten spielt sich bei mir die Thematik ab. Ich habe schon das Thema GDPR erwähnt. Also GDPR ist ein Gesetz, was sich genau darum kümmert, genau um den Datenschutz von letztendlich Einzelpersonen. Das heißt, den Unternehmen wird hier eine entsprechende Verantwortung zugepflichtet. Die müssen sich Mai 2018 verpflichten, auf das Thema einzugehen und diese Verordnungen umzusetzen. Letztendlich finde ich aber sehr wichtig zu erwähnen, dass Datenschutz jede einzelne Person vor allem angeht. Also
Wenn ich eine App unbedingt haben möchte und diese App möchte aber sehr viele Zugriffe auf meinem Handy haben, dann muss ich mir dem Risiko bewusst sein. Genauso wie wenn ich bei Gewinnspielen mitmache, da meine persönlichen Daten preisgebe, dann muss ich mir dem Risiko bewusst sein, dass das Unternehmen meine Daten hat. Dann muss ich eventuell auch mal lesen, was das Unternehmen mit meinen Daten vorhat. Diese Sachen existieren schon aus der Vergangenheit in Papierform, die existieren auch in digitaler Form. Man muss es letztendlich als jede individuelle Person berücksichtigen und darauf eingehen, was tatsächlich für einen relevant ist, was für einen kritisch ist, was aber auch nicht. Datenmissbrauch ist heutzutage leider auch an der Ordnung. Es gibt viele Fälle, dass Daten gestohlen werden, dass es Datenklaus gibt, Datenlecks gibt. Niemand ist heutzutage mehr sicher in der Welt und man muss sich des Risikos immer bewusst sein, wenn man seine Daten teilt. Also für mich persönlich ist es wichtig, es gibt verschiedene Produkte, die einen unterstützen, dass man sich auch um Datenschutz und um Sicherheit kümmern kann. Es gibt verschiedene Mittel, dass man unterstützt wird. Das wirksamste Mittel ist natürlich man selber mit dem Verstand, den man einschaltet. Also es ist tatsächlich auch bewiesen, dass der Mensch eigentlich die größte Schwachstelle im kompletten System ist, auch bei Unternehmen. Und ich denke, im Privatumfeld ist es auch. Man muss nicht einfach den Leuten blind vertrauen, nur weil irgendjemand eine E-Mail weiterschickt, einen Kettenbrief weiterschickt, muss der noch immer nicht wahr sein. Wenn irgendjemand etwas liked, dann heißt das nicht, dass das Ganze wahr ist. Das Thema Fake News zählt da natürlich auch mit dazu. Und ja, wenn man auf dem Handy irgendwelche Applikationen installiert oder sich in der Cloud registriert, dann gibt es auch entsprechende Informationen darüber, was wird mit den Daten gemacht, was wird mit den Informationen gemacht. Wenn man da genau hinschaut, ist man auf jeden Fall schon mal einen sehr großen Schritt weiter. Und für Unternehmen gibt es natürlich auch entsprechende Lösungen, entsprechende Produkte, wie man hier eine Sicherheit sowohl von den Daten als auch insgesamt von den Systemen erreichen kann. Und ja, es ist ein sehr vielfältiges, komplexes Gebiet, was aber auch sehr individuell abgestimmt werden kann für die Probleme oder die Anforderungen, die man jetzt persönlich hat. Digitale Transformation bedeutet für mich, dass es in Zukunft auch sehr viele neue Möglichkeiten gibt, für mich als Privatperson, mich zu entfalten, viele Möglichkeiten, aber auch viele Risiken, die ich eventuell eingehen muss, worüber ich mir bewusst sein muss, um entsprechend dagegen zu wirken.